Vom Turnverein habt ihr euch entwickelt, seid stets bereit hier als Feuerwehr. Ihr werdet gerufen des Tags und Nachtens, das macht das Leben euch ganz schön schwer. Ihr Bürger ehren stets euren Einsatz, ihr rettet Leben und noch viel mehr. Drum sehen wir Sänger von Finsterwalde, hey Jugend, kommt doch zur Feuerwehr. Für die extra Strophe für den heutigen Tag, für die Einweihung des Anbaus an das Gerätehaus Mitte in Finsterwalde und die Übergabe des Brandenburg-Tanker TLF 5000. Die vier Sänger unser Markenzeichen haben es eigentlich schon wieder auf den Punkt gebracht. 2017 hat die Feuerwehr und der Stadtbrandmeister Michael Kamenz hat es damals übernommen, die höchste Ehrung der Stadt bekommen, nämlich die Schillermedaille. Und sie haben es besungen. Für ihren unermüdlichen Einsatz, Tag und Nacht sind sie bereit. Der letzte Einsatz erst heute, nur am zeitigen Nachmittag. Also insofern auch für diese ständige Einsatzbereitschaft schon mal vorneweg herzlichen Dank. Das ist ein wirklich schöner Anlass. Und dass ich das auch noch in meiner Heimatstadt erleben darf und machen darf, ist ein besonders schönes Erlebnis. Es geht um die Einweihung des Feuerwehrgerätehauses und den berühmten, manche sagen auch berüchtigten, in deiner Verwaltung mit Sicherheit, Tanklöschfahrzeug 5000, Typ Brandenburg. Da kann ich eine Geschichte dazu erzählen. Da hat mich schon der Bürgermeister Jörg Gampe angerufen und hat mir erzählt, also da ist eine Riesenkatastrophe. Wir haben das Ding bestellt und irgendwie funktioniert das nicht. Andere Bürgermeister haben mich auch, sind ja insgesamt in Brandenburg 3 davon geliefert worden, auch angerufen. Und so habe ich dann, als ich ins Ministerium kam, den zuständigen Referatsleiter zu mir gebeten. Er sollte mir erklären, wo sind denn da die Probleme. Er hat ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, mir die Probleme zu erläutern. Und da habe ich Schweißperlen auf der Stirn gehabt, weil ich dachte, wie kriegen wir das denn jemals hin? Und wir haben dann sehr schnell versucht, Lösungsstrukturen zu finden. Das ist auch alles kompliziert gewesen. Und haben es in der Tat dann geschafft, dass dieses Gerät jetzt hier ist, die drei insgesamt ausgeliefert sind. Denn wir wussten letztes Jahr noch nicht, ob wir wieder eine Waldbrandsaison in diesem Jahr bekommen, die wir glücklicherweise noch nicht hatten. Wir würden jetzt gemeinsam an den Stadtbrandmeister sozusagen offiziell den Schlüssel übergeben. Ich bin, wie man sehen kann, zufrieden und glücklich, also ein Gerätehaus in Betrieb nehmen und gleichzeitig noch ein Fahrzeug in Dienst stellen, ist schon eine tolle Sache. Wir haben schon 25 Einsätze damit absolviert und ich denke, es werden noch mehr werden. Vor 15 Jahren, als ich hier die wunderbare Feuerwehr übernehmen durfte als Wehrführer, hatten wir so circa 80 Einsätze im Jahr und in den letzten Jahren sind wir so bei einer Zahl zwischen das 3- und 4-fache von 80 angekommen. Also die Einsätze sind immer mehr geworden, die Herausforderungen sind immer mehr geworden. Na dann los, ruhig schnell. Wunderbar. So, damit ist eröffnet.